Ja. Guten Abend, Herr. Hören Sie mich bitte? Können Sie mich hören? Ja, wer ist denn dran? Entschuldigung für die Störung. Alessia von der Firma Shop Online. Also, Herr, Sie haben heute zweimal eine Bestellung gemacht für Normadex, ne? Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute, tja, wieder eine Pillen-Hotline mitgebracht, die uns wunderbare Tabletten am Telefon verkaufen möchte. Doch halt, stopp. Am Telefon? Zur Erklärung. Ich habe mich auf eine Webseite begeben und habe nach alternativen Heilmethoden gesucht, um mir dann online Tabletten zu bestellen. Was gegen meine Probleme zu machen. Nun ist nur auf dieser Webseite eine komische Funktion. Anstatt mich online eben durch das Bestellformular zu klicken, kann ich hier nur meinen Namen und meine Telefonnummer eingeben. Und plötzlich klingelt innerhalb von 10 Minuten mein Telefon. Und solche netten Menschen sind dann an der Leitung, die einem irgendwas am Telefon aufschwatzen wollen. Hier geht's nicht darum, dass ihr irgendwelche alternativen Heilmethoden ausprobieren könnt, sondern darum, dass ihr möglichst viel kaufen sollt von den tollen Tabletten, die man hier angeboten bekommt. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit welchen Firmen wir es besser nicht zu tun haben sollten. So, Herr, eigentlich, Sie haben viele Sachen heute bestellt. Sie haben mit zwei Kollegen gesprochen. Ja, genau. Okay, so möchten, wie viel Normadex, wie viel Packungen von Normadex brauchen Sie? Na, jetzt hatte ich ja gerade eine Kollegin dran, die war dann irgendwie weg und jetzt sind sie ja in der Leitung. Da hatten wir ja hier jetzt Urolex, was wir noch dazu packen wollten. So, kleines Moment. Also, heute haben Sie eine Bestellung gemacht für Normadex. Zweimal die volle Programm, richtig? Genau. Und dann haben Sie auch mit einer anderen Kollegin gesprochen, weil Sie haben zweimal die Anfrage gestellt und Sie haben auch ein anderes Mal... Also 12 Normadex bestellt. Deswegen fragen wir, wie viel, weil Sie haben eine große Bestellung gemacht und wir sollen euch auch vertrauen, ob Sie werden das bezahlen oder nicht. Also, man mache ich doch auf Nachname, das kriegen Sie doch gar nicht anders. Wir machen es per Nachname, wir machen es... da kriegen Sie doch das Geld. Natürlich haben wir Kreditkarte. Ja, sehen Sie, aber da kriegen Sie meine, doch das Geld. Aber ich meine, welche Produkte möchten Sie heute gerne noch haben? So, wie wir das bestellt haben. Und dann hatte ja gerade die Dame nochmal angerufen, weil sie ja jetzt nicht den Rest aufnehmen wollte. Die Dame von vorher hat gesagt, sie kann leider nur 5 Produkte eingeben. Und von jedem halt eben 2 Packungen, also 2 so eine Programme. Und da habe ich gesagt, ich hätte ja dann nochmal einen Rückruf, dass sie dann noch den Rest auch eintragen kann. Und da hat sie dann gesagt, das ist in Ordnung, das macht sie so. Und nun hat sie nochmal angerufen, gerade eben. Und dann war das Gespräch weg. Und dann haben sie ja jetzt angerufen. Also sie sind ja jetzt scheinbar von der gleichen Firma. Natürlich, wir sind von der gleichen Firma her. Ich meinte, dass Sie haben ein großes Bestellung gemacht. Genau, das ist richtig. Die erste Kollegin. Ja. Sie haben eigentlich die Normadex bestellt. Ja. Und Sie haben da nur ein kleines Moment, ich sage euch gleich. Okay. So, Sie haben ich wollte eigentlich ein ursprünglich volles Programm von Welttone. Ursprünglich wollte ich ja alles mit einmal bestellen, mit einem Schlag weg so. Aber da hat sie dann gesagt, mehr kann sie da nicht eintragen, das geht nicht. Und da muss ich mich nochmal auf der Webseite eintragen und dann ruft sie mich nach einer halben Stunde nochmal an, dass wir den Rest noch bestellen können, weil wir wollten ja noch andere Sachen bestellen. Also Sie wollten die haben, Sie möchten diese andere Sachen haben, meinen Sie? Ja, das wollen wir alles haben. Und jetzt muss ich ja nochmal, sie hat gesagt, ich muss mich dann nochmal neu eintragen für den Rest. Okay, also Sie haben Normadex zweimal und 96 zweimal. Ja. Zweimal Amarok. Ja. Also ich meine dafür die zweite Anruf. Zweimal Levikose. Und zweimal Cannabisöl gegen Gelenkschmerzen. Genau. Und den Rest brauchen wir ja auch noch. Aber ja, richtig. Diese tolle Hotline wird wohl eine Art Sicherheitsfunktion haben, dass man da nicht zu viel mit einmal bestellen kann,
Oder meinetwegen war der Mitarbeiter vielleicht auch skeptisch, kann ja alles sein. Doch hier besteht jetzt die Möglichkeit, noch mehr zu bestellen. Also ich lasse mich noch einmal anrufen von dieser netten Firma und habe mich gleich mehrfach auf der Webseite eingetragen. Der versprochene Rückruf kam so natürlich nicht. Ich musste mich dazu eben nochmal auf der Webseite registrieren. Doch das Verfahren, wie die hier ihre Pillen vertreiben, ist ziemlich komisch. Denn zum einen findet man nicht wirklich die Inhaltsstoffe von den Tabletten heraus. Davon mal abgesehen, muss in Deutschland leider auch fast überhaupt nichts auf der Packungsbeilage stehen. Denn die Zutatenliste, die ihr so von Tabletten oder von Lebensmitteln kennt, beinhalten eigentlich nur 2000 deklarierungspflichtige Inhaltsstoffe. Alle anderen, die es noch so gibt, also die vielen Millionen anderen Inhaltsstoffe, die sind in Deutschland nicht ausweisungspflichtig. Das heißt, man kann da reinstopfen, was man möchte, es muss halt einfach nicht auf der Verpackung draufstehen. Es gilt leider für Lebensmittel, wie auch für Arznei oder eben Fake-Arznei. Es ist schon Wahnsinn, was die sich eigentlich alles einfallen lassen, um irgendwie ans Geld ranzukommen. Doch eins ist hier definitiv sicher. Das, was die dazu schicken, kann unter Umständen höchst gesundheitsgefährdend sein. Muss es nicht, aber im besten Fall tut es halt einfach überhaupt nichts und es ist nur Mehl. Aber im schlechtesten Fall könnte genau das Gegenteil von dem passieren, was man eigentlich mit diesen tollen Pillen beheben oder verbessern möchte. Von daher empfiehlt sich definitiv, bekommt ihr da einen Anruf, anstatt einfach online irgendwas zu bestellen und sei es nur die Ausrede, man möchte euch ja aufklären oder beraten, was ja dann im Nachgang meistens trotzdem nicht passiert, lasst da einfach die Finger von. So seid ihr definitiv immer am sichersten. Besitzen Sie bitte eine Kreditkarte, vielleicht ein Visa oder ein Mastercard, also einfach Kreditkarte wie alle? Nee, das ist nicht vorhanden, das haben wir nicht. Weil da mit Kreditkarte... Wie kann man nicht? Na, ich hab sowas nicht, Kreditkarte, weil das kostet ja bloß extra Geld. Mit Nachname haben Sie ja gesagt, auf das ist kostenlos. Und dann machen wir das so, wo es kostenlos ist, so. Was nicht extra kostet. So. Ja. Herr, wenn man per Kreditkarte zahlt man auch kein extra Gebühren dazu. Sie wissen nur das bei schon. Bei meinem Kreditinstitut bezahle ich bei der Kreditkarte den Kreditzinsen. Und die will ich ja nicht bezahlen. Sie können einfach nur ein Produkt mit Kreditkarte schicken. Sie können es aber jetzt bezahlen. Und die andere können wir Bargeld schicken. Nee, ich habe ja keine Kreditkarte. Na, ich habe doch aber keine Kreditkarte. Wie soll ich denn das machen? Mir ist Kreditkarte zu teuer. Ich habe keine. Ich habe doch ja keine Kreditkarte. Habe ich doch nur schon ein paar Mal gesagt. Okay. Ja. Ich verstehe. Und die Frau hat ja gesagt, ich soll mich nochmal anmelden und dann kriege ich den Rest auch noch bestellt. Hat sie ja gesagt. Herr, sehr wichtig ist, dass Sie sollen diese Produkte am Ende bezahlen, ne? Weil wir senden ungefähr 2000 Euro. Endebetrag würde 2000 Euro sein. Genau. Und am Ende, Sie sollen auf jeden Fall die Produkte bezahlen, aber meine Frage wäre, was wundert mich, ist, alle diese Produkte möchten Sie für sich persönlich haben oder anders? Das habe ich doch erklärt. Ich habe es ja schon der Mitarbeiterin erklärt, dass das alles nicht für mich ist. Ich nehme davon keine einzige Tablette. Ich bestelle die nur. Ich nehme die nicht selber. Sie bestellen die nur und Sie bestellen für jemand anders? Ja, für mehrere, ja. Okay. Die Bezahlung machen Sie oder machen die andere Person? Wer gibt das Geld? Ich bezahle das denn schon. Wenn ich das bestelle, muss ich das ja auch bezahlen, Und deswegen, weil das ja bei mir eine Tür... Sie haben mir gesagt, Sie werden kein einziger Kapseln von denen einnehmen. Naja, ich selber ja auch nicht. Und das wundert mich. Ich gebe ja bloß die Kapseln weg. Ich nehme die ja nicht selber. Ich selber nehme keine Tabletten. Ich lebe gesund. Ja, so sieht's aus. Man sollte nämlich grundsätzlich schauen, dass man nicht so viele Medikamente nimmt. Denn liest man sich dort erstmal den Beipackzettel durch, schon alleine mit den Sachen, die deklarierungspflichtig sind, wird's einem eigentlich schlecht. Und man sollte da lieber dreimal überlegen, ob man das, was man als Nebenwirkungen dort alles angegeben hat, in Kauf nehmen möchte. Aber anderes Thema. Es ist schon ziemlich verwerflich. Die rufen hier eigentlich an, weil sie euch ja angeblich beraten wollen mit den Produkten, die ihr da bestellt und euch darüber irgendwie Informationen geben wollen, was auch immer. Nur bisher ist der Informationsfluss immer ausgeblieben. Die erzählen da zwar ziemlich viel, aber man kennt es ja wie in der Politik. Erzählen kann man viel, aber die Worte müssen auch Inhalt haben. Und wenn sie das nicht haben, dann hat man zwar viel erzählt, aber man dreht sich im Kreis. Also man ist genauso schlau wie vorher. Und anders ist es hier bei diesen Telefonaten mit solchen Pillen-Hotlinen
Auch nicht. Also die erzählen und erzählen und erzählen und verkaufen euch super das tolle Produkt. Aber am Ende seid ihr genauso schlau wie vor der Bestellung. Super, schon nur ein kleines Moment, bitte. Ja, aber wissen Sie, die Mitarbeiterin, die ich da vorher dran hatte, ja, weil der war ganz schön dolle laut, da war die ganze Zeit ein Kind im Hintergrund, was rumgeschrien hat. Die hatte ich eine ganze Stunde dran. Ja, ich verstehe, nur einen Moment sollen Sie mir, nur fünf Minuten warten, kleines Moment, ich soll das besprechen, kleines Moment, bitte, ich komme wieder. Bleib bitte dran. Ich warte denn so lange. Haben Sie da so ein bisschen Musik oder so in der Zwischenzeit? Könnte ich ja vielleicht ein bisschen Musik hören. So, Herr, werden wir so machen. Wir haben schon eure Bestellung. Wir haben es schon notiert. Die erste Bestellung, was Sie gemacht haben für Normadex und Cannabisöl und alle andere, kommt in 4-5 Arbeitstage. Per Nachname mit Kurier, nee, Sie werden das am Essen bekommen. Schon. Die Dame hat gesagt, es kommt in 2 Tage mit Express. In 4 Tagen. Nee, sie hat gesagt, korrekt, in 4-5 Tagen. Nee, in 2 Tage mit Expresslieferung, hat sie gesagt. In 2 Tage. Eigentlich, es kommt in 3-4 Tagen. So ungefähr, ehrlich zu sein. Es kann passieren, dass es kommt auch in 2 oder 3 Tagen, aber maximum 4 Tagen. Okay. Werden wir es da haben. Und machen wir so, Sie bekommen diese erste Bestellung, was Sie bestellt haben, Sie bezahlen das und dann senden wir auch die zweite Bestellung. Sie können eine neue Anfrage bei uns stellen, natürlich, und können wir gerne eine zweite Bestellung bei euch senden, okay? Nee, die Dame hat gesagt, wenn ich das nächste Mal ihn am Telefon habe, kann ich gleich bestellen. Ja, auch die Betrüger wollen sich irgendwie ein kleines bisschen absichern, dass sie da die Produkte nicht sinnlos kostenfrei durch die Gegend schicken. Also kostenfrei im Sinne von, der Versand ist ja hier kostenfrei bei dieser tollen Firma. Nur, wenn man sich jetzt hier mal ausrechnet, was die Tabletten kosten und was man da letztendlich ja für eine Leistung bekommt von diesen Tabletten, also keine, dann bringt das auch nichts, wenn der Versand am Ende kostenfrei ist. Es ist schon Wahnsinn, was man hier für Leute dran hat. Aber man merkt es ja auch 1a, um Beratung geht es ja eigentlich überhaupt nicht. Die wollen hier nur abstecken, dass sie das Produkt nicht umsonst verschicken und demzufolge will sie ja nun die Bestellungen so teilen, dass erst was bezahlt wird, bevor das nächste rausgeschickt wird. Mittlerweile ist es tatsächlich auch so, hat man erstmal bei diesen Firmen bestellt und die Pakete sind ja nicht angekommen, dann rufen die ja sowieso nochmal an und nerven einen dann so lange, bis man dann das nochmal verschicken lässt, beziehungsweise ich habe jetzt hier auch mittlerweile schon Telefonate geführt, die ihr in Zukunft hört, wo ich denen erzähle, dass die Bestellung angekommen ist, die sehen aber im System, dass es nicht angekommen ist, also ich fake das Ganze. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die, durchschnittlich alle 2-3 Monate einfach nochmal anrufen. Tja, wie war das mit der Werbeerlaubnis? Darüber wurde ja jetzt hier auch nie gesprochen. Ich habe mich nur einmal bei denen auf der Webseite eingetragen und die haben dann angerufen. Beziehungsweise ich habe mich ja nicht mal wissentlich bei denen auf der Webseite eingetragen, denn ich wollte ja das Produkt bestellen. Worauf dann der Anruf jetzt hier erfolgt. Nur danach rufen die einfach nochmal an und nochmal und nochmal. Im Abstand von mehreren Monaten. Um dann einfach mal nachzufragen, wie toll das Produkt gewirkt hat und ob man nicht noch was bestellen möchte. Es ist schon ziemlich komisch, also mit welchen Geschäftsgebaren die Unternehmen heute arbeiten. Also man kann nicht einfach die Leute anrufen und fragen, ob die noch was nachbestellen wollen. Und stellt mal vor, ihr bestellt irgendwas auf Amazon und die melden sich einfach 3 Monate später mit der Frage, ob man das nochmal haben möchte. Toll. Also ich meine, klar, kann man das machen und den Kunden anrufen und fragen, ob das bereits verkaufte Produkt in Ordnung war. Allerdings darf man dann bei diesem Anruf nur die Qualität abchecken und nachfragen. Nachfragen auch zu bereits verkauften Geschichten ist in Ordnung. Das nennt man dann Kundenservice. Nur wenn man dann im gleichen Atemzug noch ein weiteres Produkt am Telefon verkaufen möchte, dann wird es zu einem illegalen Werbeanruf. Hat die gesagt? Herr, wir sollen bei euch auch vertrauen und Sie sollen es bezahlen und natürlich dann senden wir gerne viele andere Bestellungen. Aber Sie bekommen am ersten die erste Bestellung und dann auch die zweite, okay? Also wollen Sie mir jetzt nicht weiter verkaufen oder was? Was ist denn das für ein Benehmen? Ich
kann euch gern verkaufen, aber Sie sollen es auch bezahlen. Herr, Sie sollen uns auch verstehen, ne? Ich bezahle das ja mit Nachname. Habe ich ja so abgemacht. Ja, so machen wir. Bezahlen Sie die erste Bestellung, dann können Sie eine neue Anfrage stellen. Aber ich habe da mal noch eine Frage. Und dann werden Sie gleich einen Anruf von uns bekommen. Aber warum hatten die Frau neben dem Fernsehen geguckt? Weil die Frau ist neu hier. Und dann darf die Fernsehen gucken nebenbei? Oder wie? Nein, habe ich leider nicht. Aber die hat nebenbei Fernsehen geguckt, die andere Frau. Und da hat auch ein Kind die ganze Zeit rumgeschrien. Ich sage, dass der Rostlöffel von der anderen Frau hat vorhin die ganze Zeit auch durchs Telefon gebrüllt. Das Kind hat gebrüllt die ganze Zeit bei der Frau. Ja, ja, weil sie hat mich gefragt, obwohl sie ist nicht hier neben mir. Sie hat auf jeden Fall mich gefragt. Wie gesagt, sie ist neu. Ach so, aber die ist denn zu Hause oder was? Weil da war die auch ständig an ihrem privaten Telefon, da hat immer ihr iPhone, hat die ganze Zeit immer bing, bing, hat die ganze Zeit das iPhone von der Frau. Und dann hat die da auch mit ihrem Kind, hat die da rumgebrüllt. Und da war der Fernseher an, da lief ein Trickfilm, ich glaube ein italienischer Trickfilm lief da im Hintergrund. Bei der Frau war von vorhin. Jo. Sie ist Ausländer. Was? Genau. Also, sie ist Ausländer. Die ruft aus Italien an oder wie jetzt? Nein, unser Hauptbüro ist in Deutschland, Berlin, Herr. So, aber weil die war ja zu Hause. Sie hat ja gesagt, sie ist zu Hause. Nicht in der Firma, die ist zu Hause. Ja. So. Und ich glaube, mit dem Auto war da auch was. Da hat man ja ein Auto im Hintergrund gehört die ganze Zeit. So ein großes, wissen Sie? Das weiß ich nicht. Ja. Gut, dann machen wir jetzt die zweite Bestellung gleich fertig, ja? Also, Herr, Sie bekommen die nächste Bestellung und dann die zweite. Bezahlen Sie die nächste und dann bekommen Sie ein zweites, okay? Na, dann machen wir jetzt die zweite Bestellung schon mal fertig und Sie verschicken die dann, wenn die erste dann bezahlt ist. Machen wir das so. Dann können Sie die ja schon mal aufnehmen. So machen wir. Also, ich wollte dann noch die Urolex Mittel gegen Prostatitis in Deutschland. Das Produkt wollte ich auch noch. Da hatte ich gerade bei der Frau bestellt und dann war sie weg. Können Sie gerne eine neue Bestellung machen, wie wir gesprochen haben. Wenn Sie den ersten bekommen, den ersten bezahlen, dann können Sie nochmal bei unserem Kundendienst anrufen oder Sie können einfach eine neue Anfrage stellen bei uns und Sie können bestellen, was Sie gerne haben möchten. Ich habe Sie ja jetzt an der Leitung. Da können wir es ja gleich bestellen. Also, das hat man tatsächlich mal ziemlich selten, dass man da eine Firma dran hat, die nicht freiwillig irgendwas verschicken will. Nun gut, man muss sich jetzt hier auch bewusst sein, bei Nachname sitzen oder warten die ja erstmal auf ihr Geld und verschicken schon mal was per Vorkasse. Also, die gehen in Vorleistung, indem die das Paket verschicken. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Geschichte, dass die ihren blödsinnigen Krempel hier kreuzquer umsonst durch Deutschland verschieben und wenigstens noch eher Geld ausgeben, anstatt was damit zu verdienen. Ja, aber grundsätzlich schon komisch, dass hier eine Firma nicht ihr Produkt verschicken möchte. Ist wohl eine kleine Sicherheitsvorkehrung, dass da wohl nicht der ein oder andere Schlingel was bestellt, was er nicht bestellen soll. Beziehungsweise schützen die sich so, glaube ich, mittlerweile vor den Scambaitern, da wir bei denen hier schon ziemlich oft rausgekommen sind. Die Geschichte mit dem bläkenden Gör im Hintergrund, die hört ihr hier auch auf jeden Fall demnächst noch auf dem Kanal. Manchmal sind die Videos hier chronologisch nicht ganz richtig rum, wie sie aufgenommen wurden. Das liegt einfach daran, dass ich hintereinander wegtelefonieren den ganzen Monat und dann irgendwann die ganzen Gespräche runterlade. Sortiert werden die allerdings nach der Telefonnummer, wie sie bei mir angekommen sind. Ja, also ich kann das auch leider nicht umstellen, dass ich da irgendwie nach einem Datum sortieren könnte, wann der Anruf erfolgt ist. Das ist leider technisch bei meiner Telefonanlage so nicht vorgesehen. Aber naja, macht euch auf jeden Fall noch was gefasst. Es gibt definitiv hier noch ein Video auf dem Kanal, wo die ganze Zeit eine Rotzköre im Hintergrund rumschreit, währenddessen uns die Pillenverkäuferin hier irgendeinen Quatsch erzählt. Jetzt können wir nicht. Warum nicht? Können wir nicht, wir haben schon eine Bestellung gemacht. Aber die Frau hat es doch gesehen. Ich habe euch vielmals erklärt. Das ist ja unseriös. Also das verstehe ich nicht. Sie sagen da alle was anderes. Vorhin hat die Frau schon gelogen. Nein, Herr, ich sage kein anderes. Doch. Was unseriös ist, dass Sie versehen uns nicht. Kleines Moment.
Nun ja, so ist es ja schon doch bei dieser Firma. Denn jedes Mal, wenn man dann einen neuen Mitarbeiter dran hat und ein neues, tolles Fake-Produkt da bei denen kaufen will, dann kriegt man jedes Mal eine neue Geschichte erzählt. Die sind sich da auch alle nicht einig. Die haben zwar alle sicherlich das möglichst gleiche Skript angepasst auf die Produkte, ja, und die Texte, die lesen sie dann einfach nur vor. Ähnlich wie bei den Trading-Betrügern, die wir hier ja nun auch zu Genüge auf dem Kanal haben. Es ist schon absolut verwunderlich, dass sie damit überhaupt durchkommen. Aber nun, ja, man muss sich halt hier bewusst sein, dass ihr ja jetzt was wolltet. Ihr habt euch ja tatsächlich bei der Firma gemeldet und habt auch mitbekommen, dass gleich jemand anrufen wird, auch wenn ihr das vorher nicht wolltet. Wie schon erwähnt, ihr tragt ja nur euren Namen und eure Telefonnummer ein, geht dann noch weiter bzw. drückt auf den Knopf, der bestellen heißt. Aber dann öffnet sich eine neue Seite, wo dann einfach nur steht, sie werden in 10 Minuten angerufen und zu dem Thema beraten. Egal, ob ihr das wolltet oder nicht. Vorher bekommt ihr diese Information nicht, dass euch jemand anrufen wird. Diese Information geben die euch immer dann, wenn ihr eure Daten schon eingetragen habt und dann auf Absenden gedrückt habt, beziehungsweise auf Bestellen. Dann denkt man, man bestellt jetzt. Ja, und dann kommt der Anruf mit solchen komischen Leuten hier. Die haben hier jetzt hier in diesem Telefonat höchstwahrscheinlich ja so erwittert, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zuläuft. Naja, ist aber auch klar, wenn ich da schon mehrfach was an einem Tag bestellt habe. Ja, aber eine normale Firma würde halt jetzt einfach die nächste Bestellung verschicken. Also meiner Meinung nach, da würde eine normale Firma, wenn ich jetzt ganz normal irgendwo in einem Versandkatalog anrufe und will da was bestellen, dann schicken die das zu, weil ich hab's ja bestellt. Ah, aber solche Betrüger werden halt auch öfters mal hops genommen. Und deswegen sind die hier sicherlich schon vorgewarnt und die Mitarbeiter dazu angehalten, nicht permanent einfach sowas zu verschicken. Auch wenn die hier die Zahlungsmöglichkeit Nachname anbieten, wollen sie es ja doch gerne auf Kreditkarte haben. Denn über Kreditkarte haben sie das Geld halt eben einfach sofort und müssen es nicht zurücküberweisen. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Hier wird man auch garantiert kein Geld zurückbekommen, wenn man mit der Kreditkarte in Vorkasse getreten ist und dann den tollen, kostenfreien Versand bekommt. Wenn hier das Paket, warum auch immer, mal nicht bei euch ankommt, ist in diesem Fall die Kohle allerdings auch weg. Wenn man Glück hat, rufen die vielleicht irgendwann nochmal an und würden das Paket nochmal rausverschicken, weil wenn es nicht zustellbar war, rufen die euch ja immer nochmal an. Aber, tja, so richtig seriös und übersichtlich und durchsichtig ist das Ganze nicht. Die machen das schon möglichst kompliziert. Und auch hier bei dieser Firma, auch wenn die hin und wieder, wenn man die am Apparat hat, mal ihre Hotline durchbuchstabieren, rückrufbar ist die Telefonnummer, die im Telefondisplay steht, auch in diesem Fall schon wieder nicht. Tja, irgendwie ist das alles ziemlich komisch. Und eine Hotline durchzusagen mit einer Nummer, die tatsächlich funktioniert, wo wirklich auch jemand rangeht, die kann man ja trotzdem verstecken. Denn wenn der Anbieter dieser Telefonnummer aus dem Ausland kommt, dann kann da Deutschland auch schon wieder nicht so viel machen. Wenn es da mal irgendwie Probleme gibt und man möchte das Ganze nachrecherchieren, ob die Firma überhaupt legal agiert, kann man einfach schlichtweg nicht. Wir haben schon eine große Bestellung gemacht. Und? Ein neuer Kunde bei uns. Sie haben bei uns niemals bestellt. Sowieso, wir werden es gerne schicken bei euch, bei eurer Adresse. Und sie haben gesagt, sie werden es nur per Nachnamen bezahlen, obwohl wir haben auch die Kreditkartenoption. Und es wäre auch einfacher für sie, wenn sie mit einer Kreditkarte zahlen. Und trotzdem, also okay, verstehen wir. Ich habe ja keine Kreditkarte. Ich kann ja nur mit dem Ding da. Okay, ich kann auch nicht so lang am Telefon bleiben. Ich erkläre nochmal. Von Anfang bis zu Ende erklären aber und am Ende sie entscheiden. Also hier merkt man auf jeden Fall mittlerweile, dass die nette Dame dann doch schon etwas ungehalten und naja, ein bisschen schnippisch wird. Also die hat auf jeden Fall keinen Bock mehr, uns jetzt hier weiter in der Leitung zu halten. Eins merkt man auf jeden Fall. Diese Firma arbeitet dann doch schon etwas professioneller als die Trading-Betrüger, die wir hier immer haben. Denn die sind ja doch redegewandt, auch wenn die sich vom Akzent her schon recht gleich anhören. Aber die wird ja immer schneller und immer schneller und immer schneller, ja, weil auch in diesem tollen Callcenter garantiert ein Zeitlimit für die Telefonate vorherrscht, dass die Mitarbeiter die ja vermeintlichen Kunden nicht so lange an der Leitung haben sollen. Man soll da seinen Text runterrattern, vielleicht ist noch Zeit für eine halbe Frage und dann ist eigentlich auch schon wieder gut, weil der nächste Kunde soll ja wieder an der Leitung sein, damit man da wieder das nächste Produkt verkaufen kann. Weil umso länger die mit einer einzelnen Person über ein Produkt diskutieren und vor allem, wenn sie dann auch noch keins verschicken, ja, dann ist das natürlich immer für die Quote des Mitarbeiters natürlich
natürlich auch ziemlich schädlich, wenn der nicht so viele Tabletten verschickt hat, wie das halt eigentlich von der Firma vorgesehen war. Beispielsweise 4 Packungen in einer Stunde oder 4 Abschlüsse in einer Stunde. Keine Ahnung, wie das da so ist. Bei Zeitschriften gibt es ja solche Regeln. Wird es da sicherlich bei dieser tollen Firma auch geben. Sie werden die erste Bestellung bekommen. Wenn Sie es bezahlen, dann können wir gehen. Sie müssen ein bisschen langsamer. Weiteres schicken. Sie müssen ein bisschen langsamer reden. Ich verstehe Sie nicht, wenn Weil Sie das so schnell... Weil ich kann nicht länger im Telefon bleiben. Aber die andere, mit der habe ich ja über eine Stunde vorhin telefoniert. Über was eine ganze möchten Sie Stunde. Weiter wissen, bitte? Was wäre Ihr Wunsch? Ich wollte auch gerne auch per Vorkasse, aber das bieten Sie ja nicht an. Sie werden gleich bei Nachname zahlen, wenn es kommt. Okay. Ja, aber ich könnte ja auch per Vorkasse machen. Wissen Sie, dass ich erst überweise und dann schicken Sie das raus. Als wir die Überweisungsoption nur per Kreditkarte haben, dann können wir einfach per Nachname machen. Aber haben Sie denn keine Vorkasse? Haben Sie nur Nachname denn? Wir haben Kreditkarte-Option und Nachname-Option. Ach so, weil sonst hätte ich auch vorgeschlagen, wie gesagt, dass ich das auch einfach überweise. Wissen Sie, dann überweise ich Ihnen das Geld. Dann ist es doch gleich da. Herr, habe ich erklärt, geht es leider nicht. Das ist, glaube ich, schon verstanden bei euch. Geht es mit Überweisung leider nicht. Das geht per Nachname. Sie haben per Nachname ja gesagt. Wenn Sie den ersten Bestellung so bekommen und bezahlen, werden so Sie eine zweite Bestellung von uns haben. Ich kann da dann nicht so ich bedanke reden, mich bei euch ganz herzlich. So Herr, ich bedanke reden. Mich bei euch. Und ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Und schönen Abend eigentlich. Ich finde es ein bisschen unhöflich und sehr. Ich glaube, dann nehme ich das Paket nicht an, wenn Sie da so komisch sind. Weil man will sich mit Ihnen vernünftig unterhalten und Sie nuscheln da was ins Telefon, dann sage ich Ihnen 10-mal, Sie sollen ein bisschen langsamer machen, ich verstehe Sie nicht. Und dann, wenn Sie da so ein unseriöses Verhalten haben, dann kann ich Sie da nicht weiterempfehlen, dann werde ich das Paket doch nicht annehmen, wenn Sie da so ins Telefon nuscheln. Das wissen Sie, gerade eben hatte ich noch Vertrauen. Aber Sie machen das so komisch und dann sind Sie so schnell am Telefon, dass ich das ja nicht verfolgen kann, was Sie da so sagen. Das kriege ich ja nicht verarbeitet so schnell, wie Sie das runterrappern. Ich habe euch vielmals erklärt. Ich sehe, na, dass aber Sie es wäre langsam. Es tut mir so, sehr leid. Verstehe. Was Sie machen, ist schon ein Spiel. Mein Kollegin hat vielmals erklärt. Ich habe euch auch vielmals erklärt. Nee, Sie haben ja was anderes gesagt. Sie werden eine Bestellung bekommen. Sie widersprechen ja, sich schon. Ja, ich habe euch erklärt, Sie ist neu und am Erstes sollen... Na, also Sie vorhin hat die Mitarbeiterin gesagt, sie ist seit 6 sein. Jahren bei Ihnen in der Firma. Und jetzt ist sie auf immer neu. Vorhin war sie seit 6 Jahren in der Firma, hat sie erzählt. Also sie erzählen alle was anderes da bei sich. Sie müssen sie auch mal irgendwo denn so ein bisschen, das muss ja auch passen, was sie da so sagen. Aber jeder sagt bei Ihnen was anderes. Die Frau hat gesagt, seit 6 Jahren, sie ist zu Hause, sie arbeitet im Homeoffice und sie guckt Fernsehen nebenbei. So. Das hat so Sie, ja, aber ich nicht. Ich arbeite in Berlin, in unser offizielles Büro. Ja, aber die Frau ist ja auch in Berlin, gesagt. Hat sie ja gesagt. Sie sitzt auch in Berlin und zu Hause. Und wir sind nicht nebeneinander. Okay, nee, das ist ja auch richtig. Aber wenn Sie sagen, sie ist es neu, ich ja, aber wenn... Aber ich habe auch andere Kunden. Ja, aber das ist ja unüblich, wenn Sie mich mittendrin abwürgen wollen, währenddessen ich noch mit Ihnen rede. Das kann man ja wohl nicht machen. So geht man mit Kunden ja wohl nicht um. Das wissen Sie, wenn ich jetzt hier noch was vortragen möchte, da kann man sich das ja auch mal anhören, dass ich das da unseriös finde, wie Sie das da machen. Wenn Sie, die Mitarbeiterin sagt, sie ist seit 6 Jahren in der Firma und Sie erzählen jetzt, die ist neu. Was soll ich denn da bitte glauben? Hallo? Ach, da hören Sie jetzt nicht mal zu, wenn ich mit Ihnen rede oder wie machen Sie das? Hallo? Jetzt ignorieren Sie das einfach, was ich sage. Ich habe ja gehört, dass Sie das Mikrofon gerade ausgemacht haben. Das habe ich gehört. Ich glaube, da muss ich mich über Sie in der Firma beschweren, weil das geht so nicht, wie Sie sich verhalten. Und jetzt reden Sie nicht mehr mit mir? Das ist aber sehr unangenehm. Wissen Sie das? Denn mit dem Verhalten, da werde ich dann eine Packung nicht annehmen, wissen Sie denn? Schreibe ich da zurück an den, dann schreibe ich da, dass Sie, die sich da am Telefon daneben benommen haben, schreibe ich das drauf und dann mache ich ja Annahme verweigert, weil Sie da so Fehlaussagen am Telefon machen, mit Absicht wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, ob Sie mich ärgern wollen, aber das finde ich nicht in Ordnung, wie Sie da so mit den Leuten umgehen.
Sehen Sie, und jetzt so, habe ich sie wieder was ich gehoben. nicht in Ordnung finde, dass Sie bleiben so lange im Telefon, wenn ich euch das alles erklärt habe. Als Ja, ich aber. sehe, dass Sie machen das als ein Spiel und das ist nicht seriös von Ihrer Seite, wir sollen auch die Bestellung stornieren, es tut mir sehr leid. Und dann bleiben Sie gesund und einen schönen Also, Abend Sie noch. sind ja wirklich eine sehr unseriöse Firma. Das muss man Ihnen ja wirklich mal sagen. Das, wissen Sie, ich verstehe ja auch nicht, was das soll. Sie labern da irgendwas ins Telefon so schnell, dass das keiner versteht. Die andere, die hat ja wenigstens sich noch Mühe gegeben. Die hat sich auch eine Stunde Zeit genommen. Ich meine, wir haben ja über 60 Minuten miteinander telefoniert. Und Sie rattern das da so runter, ziehen dann davon aus, dass man das verstehen soll, was Sie da so ins Telefon rülpsen. Und dann ist der Kunde auch noch der Doofe oder was. Ich glaube, bei Ihnen hagelt es ja wohl. Aber da machen wir erstmal definitiv eine schlechte Jugendbewertung. Weil das finde ich ja wirklich nicht in Ordnung. Und wissen Sie, dann erzählen Sie ja auch noch, dass ich der Böse bin oder was. Ich glaube, es geht ja wohl los. Und dann weiß ich noch ja nicht, was Sie damit spielen meinen. Ich wollte da die Tabletten haben und Sie schicken die dann einfach nicht zu oder was. Das ist ja wohl wirklich nicht in Ordnung. Ich habe nur so viel Zeit in Ihre Firma investiert, wissen Sie das? Und dann machen Sie einfach sowas. Ich habe über eine Stunde habe ich mit der Dame gebraucht, weil die war ja auch nicht die schnellste. Und nun okay, bin Herr, und ich Sie der werden Böse diese oder was? zweite Bestellung bekommen, nur wenn Sie die erste bezahlen. Ich Na ja. glaube, das ist klar bei mir. Möchten Sie So. die erste Bestellung auch haben oder möchten Sie es nicht, bitte? Na ja, Was soll ich natürlich. mit der ersten machen? Weil eine zweite, natürlich. Dann schicken wir den ersten. Wenn Sie sich vernünftig benehmen Schicken mit wir. dem Kunden und sich seriös verhalten, dann nehme ich die auch an. Aber nicht, wenn Sie so gemein sind zu den Kunden am Telefon. Wissen Sie, das ist nicht in Ordnung. Aber haben Sie da mal einen Chef? Ich würde Tut gerne mir mal sehr mit Ihrem leid. Chef sprechen. Geben Sie mir mal bitte Ihren Chef an die Ich bin Leitung. die Chefin. Ja, dann Kein möchte ich Problem. gerne die Chefin über Okay, Ihnen haben. deswegen sprechen wir Ja, zusammen. dann möchte ich Herr, jetzt bitte dann den Chef über würden Ihnen wir das haben. mal. Okay, natürlich. Werden Sie, wenn Sie die erste Bestellung bekommen, Ja, bezahlen, jetzt Sie können möchte gerne ich auch mit mit dem meinem Chef Chef sprechen. darüber sprechen. Ja, jetzt Jetzt möchte ist ich das mit nicht dem möglich, Chef weil Sie sprechen. sehen. Warum nicht? Okay, ich verbinde euch gleich. Ja, Okay. bitte. Einen schönen Abend noch. Ich warte. Tja, und dass wir hier eine höchst seriöse Firma an der Leitung hatten, das hat sie dann wohl mehr oder weniger hiermit ja wieder selbst verraten. Also der Akzent. Irgendwie exakt das gleiche wie bei den Trading-Betrügern. Die Aussprache auch exakt das gleiche. Naja, und das Verhalten auch. Tja, bockig wie kleine Kinder, die Betrüger, wenn sie nicht das bekommen, wie sie sich das vorgestellt haben. Tja. Zumindest war sie intelligent genug, jetzt hier nicht nur mal was umsonst rauszuschicken. Aber, tja, weiß ich nicht. Es hat auf jeden Fall hier gut aufgezeigt, was wir da für Menschen an der Telefonleitung sitzen haben. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben. Besucht auch gerne die Social-Media-Kanäle von Callcenter Abzocke. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Habe ich noch was vergessen? Da sind wir auf jeden Fall vertreten. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung oder direkt auf dem Kanalprofil. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Klickt doch dort gerne mal vorbei. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.